So, servus Leute. Guten Morgen. Ja, willkommen zum neuen Video. Heute gibt's mal einen Tag, was ich so esse in der Diät. Dann gehen wir noch zusammen Schultern trainieren und sehen den Johannes und alles. Ja. Schaut euch das an. Wir haben es 5.30 Uhr. Und jetzt pfeifen wir uns erstmal zwei Rühreier. Designer Whey Protein Shake für die Arbeit. Für die Brotzeit. Falls ihr euch jetzt fragt, warum der Shake mit Wasser ist, wir sind auf Diät. So Leute, da sind wir mit dem Praktikanten in der Firma zur zweiten Mahlzeit. Das habt ihr ja schon gesehen, den Shake, den habe ich ja in der Früh schon gemacht. Das sind jetzt 250 Milliliter Wasser, weil wir ja immer noch auf Diät sind, sonst wäre es Milch. Und dann gibt es hier so 30, 35 Gramm Proteinpulver. Das haben wir jetzt da schön rein. Der Manu, der knallt sich zwei Wiener rein und eine Breze, das hätte ich jetzt auch lieber. Muss ich ehrlich sagen, das wäre jetzt geiler. Aber es hilft ja nichts. Ich hab dich mit Hannes gefilmt, hat er keinen Bock gehabt, oder? Das ist ja mein Day of Eating. Grüße gehen raus an Johannes. Ja, ich hab dich jetzt nicht gefragt, ob du hier reinkommen willst. Aber das machst du ja eh nicht. Du hockst ja lieber im Brotzeitraum. Wir sind hier am Buckeln, am Schaffen. Ich guck mal da bleiben. Jetzt buckeln wir dann noch ein bisschen weiter, saufen noch ein, zwei Kaffee und dann geht's nach Hause und dann sehen wir uns beim Mittagessen wieder. So, servus Leute, da sind wir wieder. Wir sind jetzt aus der Arbeit zurück, jetzt gibt's Mittagessen. Normalerweise ist das Ganze schon vorbereitet und dann nehme ich es halt mit in die Firma, aber heute machen wir es halt frisch, weil heute ist Freitag, heute ist nur bis 11.15 Uhr Arbeitszeit. Wir haben es jetzt 11.50 Uhr. Jetzt kochen wir Reis mit Thunfisch. Spektakulär. Die schöne Waage, die ist wichtig. Wir machen ja Diät. Da kommt es auf jedes Gramm drauf an, sage ich euch. Der gute Topf vom Reiskocher. Basmati-Reis, auch wichtig. Wegen dem Geschmack, Leute. Ganz, ganz wichtig. Gemütliche 80 Gramm. 80 Gramm Reis. Das tun wir jetzt in diesen wunderschönen Reiskocher. Mega geil, das Ding. Nebenbei können wir natürlich hier schon mal die Tuna-Dose schon mal aufmachen. Schaut euch das an. Oh, oh. Ja, lecker. Da quetscht sich das Zeug raus, ey. Oh, wie es gleich riecht. Genau, die flacken wir jetzt da rein. Dann kann die da drin ein bisschen schön auslaufen da. Dann haben wir den ganzen Sud da nicht drin. Das mögen wir ja nicht. Der Reis ist fertig. Schaut euch das an. Ich hab's euch ja gesagt, so ein Reiskocher. Einfach geil. Scharren wir da noch die Dose Thunfisch drauf. Für Proteine. Wichtig bei dem Thunfisch ist natürlich, dass ihr den im eigenen Saft kauft. Der ist zwar nicht so gut wie der mit Sonnenblumenöl oder wo auch immer die eingelegt sind, aber macht euch halt auch nicht so fett. Jetzt schaut euch das an. Geil! Wunderbar! So, dazu gibt es natürlich ein leckeres Wasser. Wir hier, kennt ihr ja aus dem Training, das gute Dietenbronner. Ihr könnt es natürlich auch eine Cola Zero oder sowas trinken oder Paulaner Spezi Zero, solange es keine Kalorien hat oder sowas. Wir sind jetzt mittlerweile hier angelangt. Der Johannes ist hinter der Kamera. Ja, Mittagessen habt ihr gerade gesehen, das war das Pre-Workout.
Hunger ist auch schon wieder da. Wir haben es jetzt mittlerweile 20 nach 2. Und jetzt werden die Schultern zerrissen. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit. Feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night. Wir haben hier übrigens nochmal einen Kollegen, einen neuen Praktikanten dabei. Den würde ich jetzt nicht als Praktikanten, den würde ich eher als Lehrling sehen. Er macht Oberstift. Das hier, er macht Oberstift. Er macht das hier ein bisschen trotzdem. Driving drunk, I'm doing my thing. Rolling the mid beside him now. Living my life, getting out dreams. People told me slow my roll. I'm screaming out that I'ma do just what I want. Looking ahead, no turning back. If I fall, if I die, know I lived it to the fullest. If I fall, if I die, know I lived in missing bullets. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything will shine. Ain't always gonna be. Es wird halt immer weniger, gell, mit der Scheiß-Diät. Weniger Fett, ja. Aber auch weniger Masse, so. Ja, der Ranzen geht weg. Schön. Ja, Jungs, scheiße ist es mit dem Arm. Seitheben ging ganz gut, am Schluss hat es jetzt zwar auch wieder ein bisschen reinzwickt. Frontheben ist jetzt auch nicht so optimal, weil ihr einfach die Spannung auf dem Ellenbogen halten müsst. Ja, keine Ahnung. Ich dachte jetzt eigentlich, es wird besser und besser. Es ist jetzt auch eigentlich ganz gut, aber dieses Teil rutscht einfach immer wieder rein und klemmt daneben. Ich glaube, das hilft nichts. Das muss man einfach rausmachen. Hi. Ja, da sind wir wieder. Jetzt gibt's Abendessen. Die letzte Mahlzeit für heute. Und dann gehen wir auf den Geburtstag und saufen uns mit Spezi Energy zu. Mit Cola Zero schütten wir uns zu. Da ballern wir uns heute richtig den Helm weg. Ja, bleibt dran. Jetzt mach mal richtig gutes Abendessen. Das ist das Highlight des Tages immer. Das Mittagessen ist ja nicht ganz so ein Highlight bei mir. Es gibt entweder Reis mit Fleisch oder Reis mit Pute. Das habt ihr ja gesehen. Nee, Reis... Oh Gott. Reis mit Fleisch oder Reis mit Thunfisch. Genau, den Thunfisch habt ihr gesehen. Jetzt gibt's... Ich hoffe, dass ich alles da habe. Brote. Also ein Brot, ein Proteinbrot und ein Proteinwrap. Mega geil, ich sag's euch. Schaut's einfach zu. So Leute, jetzt schaut euch das an. Es gibt Brot, und zwar kein normales Brot, sondern Eiweißbrot. Ganz wichtig, weil normales Brot, da ist nicht so viel Eiweiß drin. Das ist relativ gut. Das gibt es bei Aldi oder so. Ja, man kann das jetzt nicht lesen. Ist ja egal, auf jeden Fall ist da richtig viel Eiweiß drin. Genauso, das sind keine normalen Wraps, das sind auch so Protein-Wraps. Auch gutes Eiweiß drin, da essen wir jetzt eins davon. Ein Brot. Auf den Wrap ein Ei, aufs Brot ein Ei. 100 Gramm körnigen Frischkäse, eine Scheibe Käse für den Geschmack, ja Johannes, sorry, aber es geht jetzt heute nicht anders. Und richtig gut Fett Putenschinken gibt es dazu. Ja, schaut euch das an. Schön, ein Fest mal. Wäre halt geil, wenn ich das alles essen dürfte, weil dann würde ich mir diese 20 Scheiben Brot da auch reinknallen. Aber ja, mein Gott, so ist das Leben, gell? So, und das wird jetzt viele von euch stören, aber das ist mir egal. Aber das geht gar nicht. Diese blöden Dinger da drin, das Eigelb, das muss man einfach aufmachen. Weil wer lässt das ganz? Aber dann, weißt ihr, lasst es so ganz, das stört euch jetzt, dass ich das aufgemacht habe. Aber im Endeffekt schafft ihr das auch nicht, das Spiegelei so zu braten, dass das ganz bleibt und dann so. Kennt ihr das? Nur, dass das Eiweiß hart ist, so. Und das Gelb dann noch so zerläuft, wenn ihr das aufstecht. Ich find's auch geil, aber ich kann's nicht und ihr könnt's auch nicht. Wenn ihr es könnt, schickt mir gerne ein Video, wie euer perfektes Spiegelei aussieht, dann nehme ich das zurück, aber ich glaub's euch nicht, deswegen zersteche ich es gleich, dann ärgert es mich auch nicht, wenn ich es nicht hinkriege. Das ist einfach, so ist doch einfach toll. Seht ihr das? Schön. Das Brot habe ich hier schon mal, diese eine Scheibe, ja, das ist eine Scheibe Käse, aber ich habe das ein bisschen so zerrupft. Ich halte es euch mal in die Pfanne rein, dass ihr das seht. Ja. Genau, dass das einfach da drauf passt. Und währenddessen hauen wir jetzt den Wrap 50 Sekunden in die Mikrowelle. Ach, scheiße. Maßlose Überforderung ist das hier gerade. Hier, jetzt sind wir beieinander. Gut. Jetzt hauen wir den Wrap hier 50 Sekunden in die Mikrowelle. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das alles erzähle. Ihr seht das ja. Ja, dranbleiben. Dann geht's wieder ans Ei. Ans Ei. Gemachte. Checkt ihr's?
eingemachte. Ja, okay, ist nicht lustig. Jetzt lassen wir das hier noch ein bisschen so braten. Das ist noch ein bisschen, naja, ein bisschen flüssig oben, das Ganze. Aber der Wrap ist fertig. In den Wrap haut er jetzt gut Schinken rein. Da sind jetzt so, keine Ahnung, 50, 60 Gramm Putenschinken sind da nochmal drin für die extra Proteine. Gut. Da haben wir unser geiles Ei. Das zerteilen wir jetzt einmal schön. Immer die Hälfte und die. Das andere Ei kommt auf den Wrap drauf. Der ist jetzt auch schon fertig. Und noch ein bisschen, der ist jetzt hart geworden in der ganzen Zeit, wo ich hier laber. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, das ist jetzt... Und das Teil ist eigentlich auch schon fertig, das Brot. Da kommt jetzt nur noch ein bisschen Putenschinken drauf. 50, 60 Gramm. Schaut euch dieses geile Brot an. Leute, darauf gibt es natürlich diesen fetten, geilen, körnigen Frischkäse noch. Jetzt hat. Fuck. Ach, scheiße. Einmalig. Ja, schaut euch das an. Mega geil. Es fehlt jetzt noch Salz und Pfeffer. Abgesehen, dass ich davon alles verschmiert habe, aber mega geiles Brot, mega geiler Wrap. Jungs, haut's rein. Kameraführung wird jetzt besser, weil Johannes kommt jetzt gleich vorbei. Und dann kann der ja noch was filmen, weil ich komme hier irgendwie gar nicht zurecht mit dem Fokussieren und allem und Machen und Tun. Bis gleich. So, hallo. Schaut mal, wen ich mitgebracht habe. Servus, grüßt euch. Der Johannes wird jetzt hier sein Essen verspeisen. Der hat auch was Leckeres mitgebracht. Reis mit Fleisch. Ja, mal wie immer halt. Da schütten wir uns jetzt beide in Isoclear, also der ist jetzt im Glas drin, dass ihr Bescheid wisst. Da ist meins, der ist noch in Bearbeitung. Ach, da ist er ja. ESN. Und jetzt auf geht's, jetzt wird gefuttert. Jetzt fahren wir dann gleich auf den Geburtstag von dem Kollegen. Der kriegt eine Dose Eiweiß geschenkt. Von uns. Grüße gehen raus, Niklas. Dass du auch weiter fleißig ins Training gehst. Natürlich von ESN. Da oben kommen dann hier die schönen Eiweißriegel drauf. Und dann soll das aussehen wie eine Flasche. Wie eine Schnapsflasche. Dann denkt er, er kriegt Schnaps von uns, aber weil wir ja nicht Alkohol trinken, sondern nur, ihr wisst es. Das schaut doch mega aus, oder? Also jetzt Niklas, wenn du dich darüber nicht freust, gell? Oh, das hat der Niklas gerade geschickt. Und ich werde dir sagen, wenn es diese Muffins gibt, dann Niklas. Wenn ich dir eins sagen darf, dann wenn diese Muffins, man sieht es gerade schlecht, aber wenn es die gibt, dann knalle ich mir einen rein. Also wir fahren jetzt zum Niklas auf den Geburtstag. Also der Niklas reißt jetzt sein Geschenk hier auf. Jetzt weiß ich, was es ist. Mach's einfach auf. Das hilft ja nichts. Schön. Dass du auch schön dranbleibst, gell? Immer beißen. Ja, klar. Das hilft gar nichts. Gut. Beißen, Jungs, beißen. So, Leute, ich bin jetzt hier am Cola Zero trinken. Der Kollege knallt sich jetzt hier in Wasser rein und den mittlerweile dritten Muffin. Es gibt keine mehr. Wir haben sie alle gegessen.